Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Hab zurzeit ja nur Minecraft aufgenommen, weil ich zurzeit voll Lust drauf hatte. Und ich wollte mir mal Holz holen. Ich gehe mal Holz holen jetzt. Juhu, yeah, yeah, juhu. Ja, bauen wir kurz mal Holz ab. Und weiter geht's. Ich würde ja gerne nochmal irgendetwas mit dem Haus anstellen. Dafür bräuchte ich aber auch Glas. Das haben wir leider noch nicht, also müsste ich Sand besorgen, aber ich weiß ja nicht, wo Sand ist. Jetzt möchte ich auch mal gerne ins Ekelland gehen, so nenne ich das. Ich weiß ja nicht, wie es richtig heißt, aber wer braucht das schon? Da bauen wir noch diesen riesigen Baum hier ab. Wenn man hier alle Bäume abbauen würde, das wäre sehr viel Holz. Bauen wir nur noch die letzten 5 Bäume ab. Was haben wir denn jetzt? Okay. Den Baum. Und bumm. Hier müsste ich auch mal irgendwann alle Bäume abbauen. Und da fliegt doch schon unser runder Piepmatz, der führt uns, ne? Ne, Pipi? Pipi. Piepmatz. Vögeleinchen. Vogelein. Und wo ist er jetzt? Nein, bitte nicht. Und er ist weg. Ah ja, klar. Ich würde ja gerne noch Let's Play Together mit meinen Freunden machen. Aber die sind gerade nicht Skype online. Hintergrundmusik brauchen wir hier ja nicht. Es ist ständig online, die Hintergrundmusik. Ich muss mal kurz mein Auge jucken. Kratzen. Es juckt. So. Jetzt können wir hier lang gehen. Yo. YOLO. Komm her, oder hast du Angst? Hast du Angst? Wer hat Angst? Hä? Ah! Das wird ja ein Kampf. Und abhauen! Haha, ich bin so böse. Im Moment mal. Geil. Lecker Pilz.
viele solche Dinger gibt es denn? Unendlich? Jetzt werde ich von denen noch angegriffen und werde sterben! Und wie sind die hier überhaupt rausgekommen aus dieser Falle, die ich gebaut habe? Nein, ich bin auch zu jung dafür. Du? Oh man. Ich würde ja gerne in eine Höhle gehen. Naja, dann bauen wir mal. Wie mache ich? Nein. Nur für Erwachsene hier. Das hier ist jetzt eine Baustelle. So einen kleinen Weg bauen und dann noch so eine andere Etage dafür. Nein. Ich bin nicht verletzt. Du kannst weggehen. War ja klar, dass sie da hört. Hört, hört. Spider-Man. Spielen wir ein bisschen Spider-Man? Ui. Passen Sie auf. Ja. Ich glaube, wir brauchen den Hammer. Nein, ihr bleibt hier. Und wir, die fallen hier jetzt rein, dann... Nein! Nein, ich will das nicht. Na... Jetzt können die da aufpassen. Du! Jetzt kommst du rüber. Und jetzt muss... Na super. Dann muss ich da Zombies reinlassen und dann muss er sterben und dann kommt er irgendwann wieder. Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen wird oder ob es irgendwas Gutes sein wird. Läuft man hier so lang? Läuft man hier so lang? Das ist nur noch eine Hase. Dann wollte ich hier so Glas hin, im Hintergrund Glas hin machen.
können dann noch ein paar Küsten hin. Zombies kommen, Notfallrettung. Dann spielt man so den Helden wie Spider-Man. Dann versteckt man sich und macht einen Teilangriff. Dann stirbt der. Wow. Dann ist er tot. Dann stirbt er und ist tot. Böser Slime. Und jetzt möchte ich gerne wieder in einer Ekelandhöhle gehen. Ekeland. In der Höhle haben wir so gut fast wie alles erforscht. Dann würde ich gerne mal nächste Folge in der anderen Richtung gehen. Und da irgendwas aufgammeln. Falls man das Wort aufgammeln so benutzen kann. Und gerade Sonnenuntergang. Da seht ihr die Sonne, die hinter dem Berg verschwinden will. Damit der Mond auf der anderen Seite herkommt. Nee. Es ist dunkel. Und dann könnte ich auch eigentlich das Holz wegmachen, damit das denn stirbt. Und ein neuer herkommt. Vielleicht noch ein Dustin. Groovy. Ein besserer Dustin. Der nicht so dumm ist und in ein Loch fällt. Naja. Ich meine jetzt nicht die Leute, die draußen das denn heißen auf der Welt. Gegen die habe ich ja nichts. Wir sind endlich angekommen. Leise, aber unbemerkt versuche ich mich ranzuschleichen. Meine Wolke macht ein leichtes Zischen. Wie viel Leben haben die? War es 45? Dirtblock. Oh, jetzt ruft er seine Freunde. Ja, blöd, Mann. Oh ne, jetzt fängt es wieder an. Oh ne. Wir haben einmal Papa, Teenager. Leben generiere ich bitte schneller. Ich will nicht so früh sterben. Oh, da kommt jetzt auch so ein fetter Wurm, den ich gar nicht gebrauchen könnte. Chuck Norris macht es! Und mal wieder nichts außer nur blödes Wasser. Okay. Nein! Leuchtstick. Du Mann! Blöder Wurm! Oh Mann! Krasse Scheiße, wie ist er denn jetzt dahin gekommen? Okay, ich beende die Aufnahme. Ein neues Gebiet. Tschüss.